So now we come to the point of the show where I change my voice. Geht's euch gut? Hat ihr Spaß? Ich weiß, einige von euch fragen sich sicherlich, warum spricht er Deutsch? Ich sag's euch, weil er ein kölscher Junge ist. Wisst ihr, an diesem Teil der Show wechsle ich immer ins Deutsche, um gerade denjenigen, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind, ein paar Informationen über mich, über uns zu geben. Und zwar, es ist halt so wirklich, dass ich habe Michael jetzt 15 Mal live gesehen, 1987 das erste Mal. Und ja, das war das erste Jahr, wo ich auf die Bühne gegangen bin. Ich bin über 50. Immer noch sehr gerne. Und mal gleich eine kleine versteckte Message an alle, die auch über der 5 sind. Es geht. Glaubt an euch. Wisst ihr, ich habe schon so viele Shows, tausende von Shows gemacht. Und ich mache das immer noch gerne. Ich mache das immer noch wirklich von Herzen. Und ja, auch 1997 hatte ich die Ehre, mit Michael Jackson selber einmal zusammenarbeiten zu dürfen. In Paris. Und Michael ist für mich was ganz Besonderes. Und ich möchte auch gleich klarstellen, bevor wieder... Es gibt immer einige Leute, die sagen, wir kennen das ja. Aber mich kann da eigentlich gar keine Bemerkung mehr schocken, weil ich diesen Job liebe. Und das müssen erstmal ganz viele andere von sich behaupten können. Wisst ihr, als Michael und ich uns getroffen haben, das erste Mal, da sagte er etwas, das ist bei mir hängen geblieben, weil ich musste damals sozusagen als Double einspringen. Natürlich, ich habe weder die Größe noch so, aber mit viel, viel Wachs, ganz viel Bodyguards, einen dicken Trenchcoat, Mundschutz und alles, was damals dazugehörte, ging das. Es war nicht einfach, aber es ging. Und auf einmal stand Michael in der Hotellobby und sagte zu mir, wie fühlst du dich? Ich sag, puh, geschafft. Ich sag, ja, aber du schminkst dich gleich ab, gehst nach draußen und dich kennt gar keiner mehr. Ich laufe so mein ganzes Leben rum. Das hat mir viel gesagt über ihn und über sein Leben. Er war ein sehr einsamer Mensch, der aber versucht hat, das Beste mit seinen Songs zu erzählen über Themen, die ihn interessiert haben, die ihn beschäftigt haben. Und ich denke, das hat er auch gerade mit Songs wie den Earth Song. Und ich denke, solche Songs wie den Earth Song sind für uns jetzt gerade in den Zeiten, in denen wir gerade leben, sehr, 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 sehr wichtig. Es sind zwei Kriege, eigentlich noch viel mehr, die gerade stattfinden. Und ich würde mal sagen, das sind mindestens zwei zu viel. Und warum ich das sage, ist, ich komme zu einem Punkt, der mich persönlich auch betrifft. Wenn wir in den Osten gucken, wir wissen, die Ukraine. Haben wir irgendwie jemanden hier aus der Ukraine? Nein. Oh, super. Weil das Thema ist mir besonders wichtig, denn ich habe eine kleine Tochter, 9, die ist halb deutsch und halb Ukrainerin. Und ich selbst war noch eine Woche vor Kriegsbeginn in Mariupol. Ihr wisst, die Stadt, die es nicht mehr gibt. Und daher sind mir solche Songs wie dieser hier besonders, besonders wichtig, solche Songs zu singen. Und ich danke Michael dafür, dass er bereits vor über 30, 40 Jahren solche großartigen Hymnen geschrieben hat. Deshalb wird er für mich, für die Tänzer, für die Sänger, die Band, die Techniker, das Haus und vielleicht für einige von ihnen, wird Michael immer eines bleiben. Magie. I hope you will rest in peace.